来来来。Stimmt es, dass es bei euch zu Weihnachten keine Geschenke gibt? Naja, also ich habe mit Kindern lässt sich das natürlich nicht abschaffen. Das wäre auch sinnlos und nicht schön. Aber so die Erwachsenen untereinander, man erregt immer so Aufsehen, wenn man sagt, also ich möchte nichts mehr geschenkt bekommen, ich habe alles. Ja. Ja? Und ich muss auch sagen, ich habe leider kein großes Talent zum Schenken. Also ich beneide immer Leute, die so sich das merken. Man sagt einmal im Verlaufe des Jahres irgendwas und dann schenken die genau das Buch oder die Schallplatte auch mal zwischendurch. Also mir fehlt da ein bisschen, glaube ich, die Aufmerksamkeit. Aber die Kinder kriegen was. Die Kinder kriegen was, ja. Und wie alt sind die Kinder? 6, 5 und 2. Die bei dir zu Hause, sind mit denen du lebst, sind 5 und 2. Ja. Und die Frau bekommt auch nichts. Aber die ist ja erwachsen. Die ist ja erwachsen. Doch, die bekommt was. Ja. Gut. Apropos Frau, bist du eigentlich verheiratet? Nein. Noch ein Patient. Aber ich bin auch katholisch. Ja, du lebst in der Sünde. Ja, ich weiß nicht, ist das Sünde? Ist das so? Ja. Also eine Sacré-Cœur ausgebildete. Und Sie waren doch Messdiener, oder nicht? Nee, er war Organist. Das war ich. Ah, Sie waren Messdiener. Belastet dich das? Nein, ich glaube, das ist meine Mutter belastet. Also sie hat nie mit mir darüber gesprochen, aber ich glaube schon, dass es für meine Mutter. Ich habe 3, wie das heute heißt, nicht eheliche Kinder. Auch so. Und dass es für meine Mutter schon nicht einfach bis sehr schwer war. Also da in Nürtingen, zwar Diaspora, aber ja doch. Aber gerade in der Diaspora sind ja die Katholiken, also in der protestantischen Diaspora, ich bin ja in Waiblingen, ein Katzensprung um die Ecke aufgewachsen, ein bisschen früher. Das kenne ich, die Diaspora, nicht? Da war man besonders. Eifrig. Auch darauf bedacht, dass natürlich, also wir sind ja auch eigentlich sehr klassisch und katholisch aufgewachsen und, also wie gesagt, sie hat nie was zu mir gesagt, aber ich denke, dass das schon was war, wo sie zu knapsen hatte. Lebst du noch sonst irgendwie katholisch, also praktizierst du, man sagt ja, sagt man das heute noch, praktizierender? Ich glaube schon, ja, also komischerweise, ich nähere mich dem wieder an, ja, also ich hatte ja so eine stramme katholische Karriere als Pfadfinder und als Organist und so weiter, da war das aber auch sehr technisch, weil es war ja sozusagen, Weihnachten war ja High Life. Ja? Also das heißt, 3 Gottesdienste statt sonst einer und um 8 Uhr morgens noch auf das Dorf fahren, was auch mit zur Gemeinde gehört und so weiter. Da hat sich das dann alles ein bisschen in die Organisation verflüchtet und es wurde halt abgewickelt. Und jetzt aber, auch durch die Kinder und mit zunehmendem Alter, fange ich eigentlich erst an, mich ein bisschen mit dem theoretischen Unterbau zu beschäftigen, weil ich festgestellt habe, also wenn man vom Kabarett kommt, da ist ja die katholische Kirche das Witzziel Nummer 1. Ja, das ist eigentlich gebongt, also Papst und Bischof und es ist auch dann relativ einfach, sich zum verfolgten Leid, sag ich mal, zu stilisieren. Ich muss sagen, man macht also 2 ungeschickte Bemerkungen über die Kirche, schon regen sich 2 Leute, die es auch immer noch gibt, auf und schon heißt es also, schau, wie gefährlich ich bin. Und das habe ich merkwürdigerweise nie gemacht, weil es mir irgendwie zu einfach erschien und ich auch die Kirche anders kennengelernt hatte. Und ich habe jetzt festgestellt, dass wenn man sich vielleicht dieses Thema entgehen lässt, ja, dass einem eine Fülle an Material entgeht, wo man sagen könnte, also der Papst und der Vatikan. Also ein bisschen machst du schon was mit dem Papst manchmal. Ja, schon. Also den einen oder anderen. Naja, gut, ja, aber neulich aber immer, ja mal, als er da sagte, diese Entschuldigung für die Sachen aus dem Mittelalter. Ja. Ne? Ja, gut, aber die Kirche hat die heiße Hexe erfunden. Ja. Aber immer eingeleitet durch den Satz, mein Oberhaupt, der Papst. Ich als Katholik, meine Damen und Herren, darf das sagen. Also ich stelle fest, dass da, glaube ich, doch ein großer Fundus ist. Also mich hat ja gewundert, diese Papstszene, die war doch sehr frech. Und auf der anderen Seite hast du dann neulich irgendwo gesagt, du schätzt Kardinal Ratzinger. Ja, den habe ich auch sozusagen entdeckt. Auch entdeckt? Ja. Also Ratzinger ist ja zum Beispiel, also ich kann mich erinnern, vor 30 Jahren war so eine Kabarettpointe, Rocky Ratzinger am Sündenseiser. das war so der. Und er ist natürlich auch. Was mich eigentlich sehr an ihm jetzt interessiert hat, ist, wie sehr er polarisiert. Also, dass da jemand, ich glaube, mit 83 Jahren jetzt einfach mal sagt: Es wird jetzt mal behauptet,
im Grunde ökumenisch schön und gut, aber eigentlich ist die katholische Kirche schon, er hat es anders formuliert, aber einen Ticken wahrhaftiger. Und das fand ich irgendwie, das hat mir gefallen, so von der Provokation her. Ja? Wo ich mir dachte, hoppla. Ob er das so gemeint hat, wissen wir nicht. Naja, es ist zumindest eine Äußerung, die ja nicht unbedingt medientauglich oder populistisch ist, sondern wo ja auch eine große Diskussion sofort und ein großer Aufschrei gefolgt ist. Und ja. ich habe jetzt ein paar Mal erlebt, dass, wo ich mich geärgert habe, ist, dass die katholische Kirche irgendwie keine medientaugliche Vertreter für das Jahr 2000 und 2001 hat. Ja? Doch wärst du ja ganz toll. Naja, ich habe nicht die Zeit und bin auch nicht katholisch genug. Aber ich sage mir, wenn ich eine Talkshow sehe und so weiter, der Kirchenvertreter schneidet immer schlecht ab. Mhm. Er ist vertrocknet, er weiß nicht, dass man sich relativ zügig äußern muss. Er lässt sich irritieren, wenn eine grüne Frau dazwischen schreit und so weiter. Also wir bräuchten eigentlich so zwei, drei Leute, die das medial besser abdecken. Denn der Chef selber beherrscht es virtuos. Der Chef selber? Ja, klar. Vor allem für die Weltpresse küsst überall den Boden. Das macht immer schon tolle Bilder und so. Ja, na ja, gut. Also das war doch. Das war der Kanzler? Na, der küsst nicht den Boden. Aber macht andere tolle Bilder. Der küsst, aber nicht den Boden. Ja. Na, aber der Kanzler ist medienwirksam und in der Politik geht es heute gar nicht mehr. Guck dir Herrn Westerwelle an. So. Ne? Ja, also Guido, wie Sabine Christiansen ihn nennt, hat das ja auch. Ja, es geht nicht mehr ohne Medienpräsenz. Nein, also wer in den Medien sich nicht darstellen kann, der erreicht eigentlich, auch wenn er die tollsten Ziele hat, erreicht sein Publikum nicht mehr. Du sagst, du bist Katholik, du zahlst vermutlich auch noch deine Kirchensteuer. Ja. Ich auch. Aber du bist jetzt kein so strenger, also nicht genug, hast du eben gesagt. Bist du auch mit einigen Anordnungen aus Rom nicht einverstanden und sagt, ich bleibe trotzdem in der Kirche? Also zum Beispiel diese ganze Prävention, wenn man da, also ich bin ja im Augenblick durch meine neue Tätigkeit damit sehr stark konfrontiert, unerwünschte Schwangerschaften, Infektion, HIV, AIDS. Ja. Da denke ich, da kann ich nicht mitmachen, ich bleibe aber trotzdem Katholik. Also das ist völlig richtig. Da muss ich sagen, solche Anweisungen, was nehme ich gar nicht wahr. Ja, also das war ja schon immer so, man hört jetzt, der Papst hat wieder dieses gesagt oder jenes. Ich meine, das ist ja nicht, dass man jeden Tag sich damit beschäftigt, was ist jetzt die neueste Anweisung, sondern man hat ja sein Leben und hat das auch organisiert und eingeteilt und das ist nichts, wo ich sagen würde, das muss verteidigt werden. Also das ist selbstverständlich, wer in heutigen Zeiten auffordert, Kondome wegzulassen, also das ist schon eine Sache, die mehr als nachdenkenswert dann ist. Aber das, wie gesagt, ist nicht mein Thema. Bevor wir zum Leben kommen, noch eine letzte Frage zu Gott. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja. Hast du eine Vorstellung? Nein, und da habe ich bei Kardinal Ratzinger nachgelesen. Dieses Buch von ihm heißt Gott und die Welt. Nee. Ja, und er wird das wenn ihr einladen sollen. Und er wird das auch konkret gefragt, ja, und das ist das Fantastische, was mich auch sehr beruhigt hat. Natürlich äußert er sich nicht konkret. Ja, sondern es gibt ein Leben nach dem Tod, das nicht so plastisch ist wie im Kölner Karneval besungen, ja. Aber das geht dann eben doch sehr in den Bereich des Ungefähren und wollen wir uns nicht so genau festlegen. Der Himmel ist, wenn man in der Anbetung Gottes dann weiterlebt und die Hölle ist, wenn man verstoßen ist. So klar ist so das? So ist das, ja. Ja. So habe ich das gelernt. Das ist aber auch schon eine Weile her. Frau Berben, ein Leben nach dem Tod? Nein, darf ich nicht dran. Zu Ende. Schlussende aus. Deshalb will ich ja unbedingt unsterblich werden. Richtig, das haben Sie neulich irgendwo gesagt. Ja, es macht mich ganz verrückt, dass es danach vorbei ist. Ich habe so eine Lust zu wissen, wie das weitergeht. Wie man sich verhält, was noch kommt. Heißt das, dass Sie auch Angst haben vor dem Tod? Ja, furchtbar. Klar. Wenn man an das Leben danach glaubt, hat man keine Angst. Keine Angst, genau. Sag mal, jetzt mal zurück zu, du hast vorhin schon angesprochen, deine Nürtinger. Ja. Hilfsorganisation. Weißt du, was komisch ist? Man hat den Eindruck, wenn man so Kommentare aus Nürtingen hört, dass du nicht gerade besonders nett mit deinen Lehrern und Mitschülern umgegangen bist, dass du teilweise ziemlich frech ihnen gegenüber warst und dann gleichzeitig dieser Organist, der da sitzt und so. Das passt irgendwie gar nicht zusammen. Doch, eigentlich schon, weil ich war permanent im Training. Ja? Also ich wollte damals schon zum Theater.
Und wolltest du nie Pfarrer, Priester werden? Nur ganz kurz, ganz so mit 11, 12. Ja, ja. Da habe ich zu Hause gepredigt, mit dem Badetuch umgehängt. Ja, ja. Es ging mir eigentlich hauptsächlich um die Predigt. Ja. Ja? Ja, ja. Ich habe so eine halbe Stunde gepredigt und meine Eltern haben auch alle zugehört und die Oma. Und dann habe ich Oblaten verteilt als Hostien. Ja, ja. Und so. Also es ging um den theatralischen Gestus. Darf ich sagen, dasselbe. Ja. Und dann ein Jahr später wollte ich Chefarzt werden, aber nicht operieren, nur die Visite machen. Ja, toll. Ja, ja. Mit vier jungen, gut aussehenden Ärzten hinter mir. Wie geht es Ihnen? Und so. Und dann wieder rausrauschen. Ja. Und als ich dann irgendwie dachte, dann muss ich aber vorher auch operieren, dann wollte ich Zirkusdirektor werden. Und das bin ich das auch. Das haben geworden. Sie ja geschafft. Das habe ich geschafft. Ja, so eine klare Linie erkennbar. Also du warst immer in der Übung an der Orgel, aber auch in der Übung... Ja, so auf dem Schulhof und also es war so, ich fuhr nach Stuttgart ins Theater, ja, habe dort irgendwas gesehen, einen Schauspieler. Ich stand also sehr auf diese manierierten Schauspieler, ja, die so irgendwelche Ticks hatten oder gekünstelt gesprochen oder so. Das habe ich dann geübt zu Hause, ja. Und dann habe ich es auch halt auch in der Schule. Also zum Beispiel war einmal so, da wurde, also Gerd Voss zum Beispiel, einer der Größten für mich, der hat in einem Stück der Diener zwei Herren so gelacht. Ja, also besser, aber so, dann stand ich zu Hause, habe gesagt, na, ja, und das dann halt auch in der Schule. Also, oh Gott. Wenn irgendeiner nebendran war, sagt er, ja, er hat recht. Oh und so. Und das hat natürlich unglaublich gestört, ja, und es war aber nicht zu bremsen, weil man es ja auch wurscht, und kurz darauf hatte ich einen neuen Manierismus, da sagte irgendwie dann einer im selben Stück, der Kellner soll sich beeilen, Tempo, 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 Tempo. Ja, und dann sagt er so, jetzt mal Hefte raus, sagt er, aber Tempo, 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 Tempo. Und so ging das die ganze Schulzeit durch. Es hat natürlich gestört, ja, und die Schüler haben das natürlich als wahnsinnig lästig empfunden. Es war ja auch, es haben sich auch Eltern beschwert von anderen Schülern, aber was sollte ich machen? Hast du die Mädchen beeindruckt durch solche Sachen? Nein, ich glaube, ich ging ihnen wahnsinnig auf den Keks. Ja. Also es war so, die Mädchen waren nur beeindruckt von den Sportstars. Ah. Ja, also die toll Skifahren konnten und die Motorräder hatten. Dann aber später. Konnte man sie nicht durch Witze oder durch so ein bisschen... Ja, weil wir waren ja so eine Clique von... Und das hat mich sehr beruhigt, als ich gelesen habe, dass es bei den amerikanischen Moderatoren auch so war. Wir waren eigentlich die Clique von 4, 5 Leuten, die keine Freundin hatten. Ja. Wir hätten zwar gerne eine gehabt, ja, aber man hat sich dann auch immer durch Ironie und Witze abgesichert. Ja. Also, weil man wusste schon, man kommt wieder nicht an. Ja. Und dann hat man gleich gesagt, er war eh nicht so gemeint. Und so. Also, es war einfach... Aber inzwischen hast du doch viele weibliche Fans. Ja, aber die sind ja auch, sage ich mal so, um die 60 und Nein, nicht nur. Es hat sich beruhigt. Ja, aber es ist, wie die Frauen eben so sind. Wenn der Erfolg da ist, dann sagt man, wo wart ihr, als wir euch gebraucht haben? Wie hast du deine Frau kennengelernt? Beim WDR. Ich war Moderator und sie war sozusagen, wie das heißt, studentische Aushilfskraft. Musstest du sie irgendwie beeindrucken? Ich glaube nicht. Also das es war einfach, es hat, also es war, ja, es war was anderes. Nein, es war so eine Phase, wo ich sagen würde, das war eine Phase, in der ich eigentlich komplett größenwahnsinnig war. Ja? Das hat sich ja, auch wenn es nach außen nicht so wirkt, doch gebessert. Ja. Und ich habe sie einfach angesprochen und das war sofort eindeutig. Ja. Ist das ein Leben mit dir privat, ist das unterhaltsam? Nicht, glaube ich, nicht in dem Maße, wie man sich's vorstellt. Genau. Also wahrscheinlich würden die Leute eher sagen, oh, jetzt haben wir gedacht, du bist so gut drauf und es ist ja langweilig und zieh dich doch mal an am Wochenende. du hast ja oft gesagt, dass man auch gemeinsam schweigen können muss. Ja. Das alles ist eh alles zu viel, was man so sagt und es ist auch unnötig. Ich finde, es wird absolut zu viel geredet. Auch das klingt merkwürdig, wenn ausgerechnet ich es sage. Ja, ja, ja. Aber ich muss ja davon leben. Ausgerechnet ja? Ja, ich bin jung und brauche das Geld. Ja. Aber eigentlich finde ich, wird zu viel geredet. Dieses ständige Mitteilen von Dingen, die so, Wasser hier, schöner Tisch, da ja, stellen wir hin. Ja, so wackelt ein bisschen. So geht's. Dieses Reden meine ich halt, so im Restaurant. Ja. Dass man sich nicht hinsetzen kann und sagen, so, wir warten auf das Essen, sondern schön. Ja, ja, das sind schöne Gläser. So, das haben wir auch mal gehabt. Ja. Und so, das stört mich wahnsinnig, wie Lärm.
Du hast eben gesagt, irgendwas mit Wochenende. Wie sieht so ein typisches Wochenende bei dir aus? Das ist ja die einzige Zeit, wo du frei bist. Ja, ich lese erstmal Samstag ausführlich Zeitung, ja, und dann habe ich so eine Kombination gefunden, das heißt, also ich liege in so einem Art Jogginganzug eigentlich auf der Couch und die Kinder dürfen alles mit mir machen, was sie wollen, ja. Also sie krabbeln dann rum oder guck mal Papa, ja, toll. Und so sage ich einfach, ja, toll. Und die Kinder sind wahnsinnig motiviert dadurch und ich lese weiter Zeitung und rate mal, was das ist. Ein Vogel? Nee, ein Auto? Nee. Und da geht es 20 Versuche und so sage ich, ah, ein Schmetterling? Nee. Und dann lese ich ein bisschen was vor, aber es wird eigentlich so, also ich vertrödel das Wochenende. Also haben die Kinder das Leben schon verändert? Ja, ja, natürlich. Stark, ja. Ne? Ist klar. Dürfen die Fernsehen gucken? Sehr reduziert, aber sie sind noch zu klein. Also noch kleiner. Na, Moment, die größere ist ja schon... Ja, aber auch nicht wirklich, man merkt schon, sie kriegen... Also sie gucken halt, als das kam, Teletubbies mit mir zusammen. Also ich stelle ja fest, dass ich vom Job her sehr von dem kindlichen Niveau profitiere. Ach ja. Ja, also auch so was Themen im Kindergarten sind, ist auch morgens mit meinen Autoren Thema. Mhm. Und Teletubbies, da haben wir halt zusammen geguckt und dann so ein bisschen Pippi Langstrumpf, was da wiederholt wird. Aber eigentlich, also nicht viel, ne? Und der Älteste, das ist ein Sohn, ne? Ja. Hast du mit dem viel Kontakt? Ist ja, der auch das war nicht ganz einfach so in der ersten Phase. Aber das war dann auch eine Sache, die halt doch ein Kampf war, wo ich auch durch musste und auch manches dann, sag ich mal, naja, es war manches Bittere, was ich schwierig, da erfahren musste, aber... Es hat sich dann Gott sei Dank so weit normalisiert, dass da heute ein Verhältnis möglich ist. Ja, und dass er einen Vater annimmt. Ja, ja. Naja, gut, das war nie die Frage, aber es war eben, also es hätte unkomplizierter sein können. Ist eigentlich deine Frau zu Hause bei den Kindern? Die sind ja sehr klein, oder übt sie ihren Beruf noch aus? Nein, die arbeitet auch als Lehrerin. Die arbeitet als Lehrerin. Und dann macht ihr das, hilfst du dann auch mal ein bisschen, aber du bist ja die Woche über. Nein, das habe ich auch. Nein, das habe ich auch wirklich. Am Anfang habe ich so versucht, mich zu verstellen, ja, der moderne Mann und so. Das ist Quatsch. Das bin ich nicht. Ja. Und es ist auch nicht mein Job. Ja, ich meine, ich mache eine Show fünfmal die Woche und ich tue alles, um ein System zu schaffen, wo das gestützt wird. Aber ich kann nicht sagen, Schatz, ich kaufe ein. Ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich habe keine Lust zu spülen. Ich kann nicht kochen. Du weißt es. Ich war bei dir. Ja. Und, doch, ein Gericht kannst du. Ein kann ich, spanischer Fleischtopf. Ja, aber es war für mich sehr befreiend, als ich mir und ihr eingestanden habe, ich habe keine Lust, im Haushalt zu helfen, ich mache es nicht. Aber du verdienst doch ein bisschen was, da kann man sich doch jemanden leisten. Nein, das sage ich ja. Ich habe ein System geschaffen und auch finanziert, wo eben Leute im Haushalt mithelfen und so weiter. Aber also ich habe keine Lust. Das muss auch nicht sein. Ich finde es auch, diese... So nach außen macht hin. Sehr sympathisch. Ja. Mein Mann auch nicht. Lange habe ich mich nicht getraut. Er weiß nicht einmal, wo die Küche ist bei uns. Nee, also ich habe dann so irgendwie so lustlos an eine Kaffeetasse hingegriffen und so, wo soll ich sie hinstellen? Ja. Und so, und du bist ja gesagt, nein, ich will es nicht. Ja, finde ich sehr konsequent, sehr konsequent. Du hast gerade vor ein paar Wochen 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Gratulation. Danke. Willst du es eigentlich deinem großen Vorbild Johnny Carson nachmachen? Der hat das, glaube ich, 30 Jahre gemacht. Ja, ich glaube 35 Jahre. Also das denke ich altersmäßig, dann wäre ich 73. Wäre das vielleicht nicht zu schaffen und es wäre auch vielleicht anstrengend für das Publikum. Aber also so 10 oder 20 Jahre hätte ich. Kannst du es dir vorstellen? Kein Problem für mich, ja. Ist ja doch, also ich stelle mir so eine tägliche immer unglaublich anstrengend vor, aber es ist alles eine Frage der Gewöhnung wahrscheinlich. Ja, es ist ein Job. Also es ist wie einer, der zu Ford geht und Autos zusammenbaut oder jemand, der ins Krankenhaus geht als Krankenschwester. Es ist halt mein Beruf. 5 Tage die Woche gehe ich dahin und es ist auch nicht so, dass man sagt, also ich habe keinerlei Grund, mich zu beklagen. Ne? Ja, es geht schon gut. Ja. Du machst auch keinen gestressten Eindruck. Nee, glaube ich auch, bin ich nicht. Also ich habe natürlich in den 5 Jahren auch Techniken entwickelt, wenn ich auf Punkte zukomme, wo ich merke, jetzt ist so ein bisschen Burnout in Sicht, dass ich dann halt entspanne. Und du hast im Sommer eine große Pause. Ja, 4 Wochen. Ja. Ja. Kennst du Luc Bondy? Sagt ja, das natürlich, ja. Ja, Luc Bondy, ich wäre vor 5 Jahren wäre ich wirklich vor Ehrfurcht bewusstlos vom Stuhl gefallen, wenn ich nur mit Luc Bondy in einem Raum gewesen wäre, weil... Also ich glaube, man muss mit dem Begriff sparsam sein, aber Luc Bondy ist ein genialer Regisseur. Ja, und du verfolgst Theater. Das ist etwas, du hast ja selbst eine Schauspielausbildung und hast ja auch in Augsburg noch gespielt. Ja.
und die Liebe und das Interesse am Theater ist geblieben. Ja, also ich, wann immer sich eine Gelegenheit bietet, schaue ich mir Aufführungen an im Theater. Und du verfolgst ja auch in den Feuilletons und ja. Aufführungen im Fernsehen und so. Ja. Ja, und er ist ein großer internationaler Regisseur. Herzlichen Dank, Dankeschön. Harald Schmidt. Dankeschön. Und ich darf Luc Mondi jetzt zu mir bitten. Darf ich Sie bitten? Oder er bleibt da? Ah, er geht. Ah, gut. Hallo. Hallo, Herr Mondi. Ja, er hat schon gesagt, ein großer Theaterregisseur, ein europäischer Theaterregisseur. Das ist relativ ungewöhnlich, die meisten Deutschen konzentrieren sich auf Deutschland, die Französischen auf Frankreich. Und Sie sind in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich tätig. Ja. Auch, wohnen Sie auch in verschiedenen Ländern? Ja, genau. Kontrollierte Schizophrenie nennt man das. Kontrollierte Schizophrenie. Nein, ich lebe in Wien, in Paris. Ich besuche meine Eltern in Zürich. Und ich weiß eigentlich nicht wirklich, wo ich wohne. Wo Sie hingehören? Nein, wo ich hingehöre... Auch nicht, nein. Sie leiten jetzt die Wiener Festwochen. Ja. Also kommen Sie vermutlich heute auch aus Wien. Aus Wien, ja. Wie ist denn die Stimmung in Wien? Also ich wohne ein bisschen außerhalb von Wien, in Sievering. Und da ist es so, die Landschaft, das habe ich gern. Also kann ich die Stimmung in Wien, das ist so schwer zu sagen. Ich glaube, in Wien hat sich eigentlich von der Stimmung her, wenn man von einer Stimmung redet, es ist so schwer zu sagen, ob sich da wirklich was verändert hat. Das Problem ist, dass sich da nie was ändert, glaube ich. Das ist das Problem von Wien. Auch wenn sich was ändert, man spürt das nicht. Vor einem Jahr dachte man, es ändert sich was. Als diese Angelobung war und eine Regierung kam, von der man erstaunt war, dass sie sein durfte, nicht? Eine doch extrem rechtsextremistische Koalition mit einer Zentrale, also eine rechtszentristische. Man war erstaunt und da passierten viele Dinge und jetzt hat sich das normalisiert, mehr oder weniger. Es ist wieder sozusagen normal geworden. Insofern ist es sehr schwer, zu sagen, ob jetzt die Stimmung wirklich anders geworden ist. Diese Sanktionen der EU sind ja zurückgenommen worden. Hat sich das irgendwie ausgewirkt? In eine seltsame Art, ja. Und zwar dadurch, ich will es so analysieren, die Sanktionen als solche, ohne dass jemand dazu irgendwie was machen konnte. Aber ich würde sagen, dadurch, dass die Sanktionen waren, hat immer die Regierung und vor allem die FPÖ haben sich ein bisschen da als Märtyrer dargestellt. Ja. Die haben gesagt, Europa will uns nicht und wir werden gehasst und in eine Quarantäne gesetzt. Als die Sanktionen, was ich auch richtig fand, aufhören musste, aus technischen Gründen, wegen der EU und so, konnte die Regierung nicht mehr mit diesen Argumenten und sie musste zu Tagespolitik übergehen. Und an dem Moment, wo sie zu Tagespolitik übergehen musste, wurde sie eine normale Regierung und das heißt, eine normale Regierung, die auch sparen muss, die gehasst werden kann. Also sie wurde nicht mehr das Populistische ging weg. Und das finde ich die gute Sache bei den Sanktionen, ist dieser krasse Unterschied. Ja. Als die Sanktionen aufhörten, wurde sie eine normale, ganz normale Regierung. Und als normale Regierung verliert sie an Popularität. Ja. Sie verliert an Popularität. Ja, und sie, man hat jetzt gesehen, in den verschiedenen Wahlen hat sie viel verloren. Ja. Da ist was am Mikrofon. Sollen wir das ein bisschen... Sie schon, das hat sich gelöst. Ja. Die junge Dame macht das kurz rein. Ja. Wir wollen ja alles hören, ne? Danke. Sie sind aufgewachsen in einem jüdischen Haushalt, in einer Familie in Zürich. Ja. Hat man da Weihnachten gefeiert? Stellen Sie sich vor, ja. Meine Eltern haben uns, also meine zwei Schwestern und mich, sofort nach dem Krieg wurden wir protestantisch getauft. Wir haben alle jüdische Paten, wir haben alle jüdische Paten. Zum Beispiel eine meiner Schwester als Patenonkel, der Schriftsteller Fritz Hochwelder, Dramatiker. Und ich hatte auch, mein Pate war ein russischer Jude, also wir hatten alles jüdische Paten, aber wir waren protestantisch. Weil meine Eltern Angst hatten nach dem Krieg, also sind wir
protestantisch sozusagen vom Papier. Und dann wurde, ja, es wurde Weihnachten gefeiert, muss ich ganz sagen. Ganz normal mit Baum und anderen. Ja, normal mit Baum. Und die Kinder, die denken nicht an die, an das, also ich jedenfalls nicht, an das Moment, also sagen wir mal, an dem Ritus. Man denkt an die Geschenke. Ja, ja. Und ich habe immer nur an die Geschenke gedacht. Ich war immer eifersüchtig auf die Geschenke meiner Schwestern. Aber auf jeden Fall wurde nicht Hanukkah gefeiert. Nee, das kommt jetzt. Ja. Hanukkah wurde nicht gefeiert, weil wir sind nicht in die, wir sind nicht wirklich in eine jüdische Tradition, also nicht in der jüdischen religiösen Tradition groß geworden. Wie viele intellektuelle Juden dabei? Ja, wir sind vor allem im jüdischen Bewusstsein groß geworden, was anders ist, was anders ist. Das jüdische Bewusstsein ist, würde ich sagen, ein Resultat vom Holocaust. Weil es mehr Jude, als man vielleicht war oder will oder ich weiß nicht was, dadurch, dass es diesen Holocaust gab. Das heißt, dadurch sind wir in einer Art jüdisches Bewusstsein groß geworden. Religiös sind wir gar nicht, ich weiß nicht, sogar manchmal, heute denke ich manchmal auch mit Bedauern, weil es natürlich sind immer in Religionen gibt es, die Religionen haben immer etwas sehr, sehr Bereicherndes, Interessantes. Hat ja auch viel mit Theater zu tun. Ja, nicht nur äußerlich. Ja, nein, auch, nein, es ist von einfach immer Inhalt. So, jede Tiefe, jede Geschichte eines, woher eine Sache kommt, ist doch immer interessant. Sie sind in Internaten aufgewachsen. Immer, in Internatskind. Zuerst in der Schweiz, ne? In der Schweiz, in Südfrankreich. Und dann in Südfrankreich. Haben Sie da schon Berührung mit Theater gehabt? Immer. Ich wusste immer eigentlich, ich weiß nicht von wann, deswegen ist es immer, das immer steht dafür, dass ich nicht wusste, wann es begann. Ich wollte immer zum Theater und wusste nicht, schreibe ich fürs Theater, spiele ich oder inszeniere ich. Ich wusste immer, damit werde ich was zu tun haben. Und als ich dann in Frankreich, in Paris, in den 68 in der Schauspielschule war, habe ich immer die Szenen für die anderen einstudiert. Da wurde ich automatisch, rutschte ich in den Regieberuf hinein. Weil immer, wenn zwei Leute was studiert haben, eine Rolle, habe ich gesagt, da würde ich dir vorschlagen. Und dann, so wurde das. So das kam gleich ein bisschen inszeniert. Ja, ja. Sie waren ja dann ein sehr frühes Regie-Wunderkind, sage ich mal so. Also, ja, ja. Ja, Mitte 20. Ja, und zwar in Deutschland, nicht? Die ersten großen Erfolge waren in Deutschland. Ja, da war ich so 22, 23, ja. Und Sie werden heute noch angesprochen auf... Ich werde noch angesprochen. Da habe ich doch diese Geschichte, diese berühmte Geschichte, dass ich immer, wenn ich in München bin, kommen immer so immer ältere Leute auf mich zu und sagen, Herr Bondi, die See. Und einmal saß ich mit der Cornelia Frohwürste, sage ich, du sag mal, was ist denn los? Die sprechen mich immer noch an auf die See. Das war vor. Ja. Vor ein paar Jahren, da sagt sie, mir sagen sie auch immer, pack die Hose ein. Pack die Badehose ein. Klar. Das sind so Dinge, die bleiben. Ja, es ist auch so, das Schlimmste ist überhaupt, wenn Leute kommen und mich ansagen, Luc Bondy, Luc Bondy, die See. Ich meine, das ist immerhin vor 30 Jahren her. Ja. Man hat nichts mehr gemacht. Aber Sie haben danach natürlich auch viel in Frankreich gemacht, vor allem auch mit Michel Piccoli, das ist ein enger Freund von Ihnen. Ja. Der hat sich wir haben viel gemacht. Also er hat sich sehr, sehr freundschaftlich über Sie geäußert. Ja, wir haben viel gemacht. Wir haben vor allem damals die französische Uraufführung vom Weiten Land von Schnitzler gemacht. Ja, das ist zusammen. Das auch ist in Deutschland auch vor viel. Viele Jahren her. Können Sie Ihre Erfolge genießen? Schwer. Das ist eine schwierige Sache, weil Erfolge, das ist nicht real. Weil ein Regisseur, im Unterschied zu einem Schauspieler, der erlebt nicht so unmittelbar die Sache. Ein Schauspieler erlebt es unmittelbar. Der spürt das Publikum, der lebt sozusagen die Sache auf eine direkte Art. Ein Regisseur, das ist jemand, der vermittelt eine Art von Energie und eine Art von Blick auf die Dinge und versucht, die Leute zu mobilisieren, etwas zu machen. Und dann ist man sozusagen, es gibt eine leichte Verschiebung. Der Regisseur ist immer ein bisschen daneben. Und ich neige zu Depressionen nach Erfolge. Das ist, ich bin nicht so jemand, der Erfolge, ich finde es irgendwie, ich bin dann pessimistisch, denke ich, ich kann nicht an der Wirklichkeit der Erfolge wirklich glauben. Ich brauche Zeit, manchmal, um mich so
was zu fühlen, denke ich mir auch. Haben Sie auch richtige Krankheit, also Depressionen als Krankheit? Das ist ja auch eine Krankheit. Ne, was heißt Krankheit? Das gehört dazu. Ich würde es nicht so, also so krank nicht, aber ich finde es einfach ein bisschen, ich bin nicht jemand, der mit nach Erfolge so besonders... Hilft die Familie? Immer. Wenn es einem schlecht geht? Ja, weil sie eine andere, wenn ich die Kinder sehe... Sie haben einen andere, Zwillinge, nicht? Zwillinge. Wie alt sind die? Ein Bub und ein Mädchen, 8 Jahre alt. Ja, die mögen nicht zum Beispiel sagen immer, warum gehst du jetzt wieder zum Theater? Warum, mein Sohn, ich habe gesagt, warum machst du Theater? Hör doch auf. Und ich sage, ja, wie wollen wir leben sonst? Kannst du nicht was anderes machen? Naja, weil sie dann auch viel. Ja, es ist abends. Es ist ein Abend. Es ist ein sehr oft ein Abend. Ja. Und ein Beruf, der sehr viel, der so für Kinder ist das schwierig, weil es ist so ein sehr, wie sagt man, viel Trouble. Viel Aufregung. Und so. Sie haben vorhin gesagt, vielleicht doch jetzt wieder eher Hanukkah. Wird Weihnachten gefeiert oder Hanukkah mit den Kindern? Nein, die Kinder nicht, aber ich habe, das ist so seltsam. Ich habe mal jemandem gesagt, oder jemand hat mir gesagt, je älter man wird als Jude, je jüdischer man wird. Das kann passieren. Ja? Können Sie das bestätigen? Ich habe so bestimmte, zum Beispiel vielleicht jetzt durch die Situation in Wien, ich war noch nie so oft in der Synagoge. Es ist so komisch. Es sind immer Freunde, die mir sagen, ach, da ist jetzt Rosh Hashanah, kommst du mit? Und sage ich, ja, eigentlich, warum? Und dann gehe ich doch mit. Dann sage ich, ah, jetzt ist Pessach, kommst du mit? Sage ich, ja, warum eigentlich? Und dann gehe ich doch mit. Und so entsteht, dass man sich dafür interessiert. Ist die Arbeit auch Therapie manchmal, wenn es einem schlecht geht? Nur. Auf jeden Fall. Ne? Ja, deswegen ist so diese Sache Workaholismus, das ist für mich gar kein Negativbegriff. Ich glaube, dass, so wie Tschechow das immer sagt, ich glaube, dass die Arbeit die einzige Art ist, zu sein und zu leben. Also für bestimmte Leute. Und ich glaube, dass die Arbeit so viel möglich macht und man viele Probleme des Lebens eben durch Arbeit lösen kann. Da hat man auch mehr eigenen Einfluss. Im Privaten ist man so viel von anderen Dingen abhängig. Ja, man ist immer abhängig von anderen Sachen. Harald Schmidt ist ein weltweit bekannter Hypochonder, hat auch schon hier in dieser Sendung darüber gesprochen. Ich habe irgendwo gelesen, Sie seien das auch. Also ich bin aber ein Hypochonder, der oft krank war. Also ich meine, das ist der Unterschied. Ich bin der Patient, Sie kennen doch den Witz vom Patient, der Patient von dem Zimmer 17, ist, der Hypochonder vom Zimmer Nummer 17 ist gerade gestorben. Also ich bin eher das. Das treibt aber wirklich. Nein, ich bin auch hypochondrisch. Also was kann man das übersetzen eigentlich? Ist es ein, literarisch würde man sagen, der eingebildete Kranke? Aber das stimmt nicht ganz. Ne? Nein. Ja, das ist halt, also bei mir ist so, ich lese irgendwo ein Symptom und stelle es gleich an mir fest. Ja. Ja. Ich gehe eben sofort zum Arzt und lass alles untersuchen und so. Ich meine, wie Sie schon sagten, also Sie waren wirklich... Ja, krank. Aber das, ich glaube, wenn man krank wird, heilt das nicht von Hypochondrie, sondern man wird noch hypochondrischer. Paradoxerweise. So gut, also Sie hatten zweimal wirklich Krebs, sehr heftig. Ja. Und haben das überstanden. Gehört da nicht auch, also das kann man nur wirklich nicht mit Hypochondrie. Da muss man doch einen Lebenswillen haben. Ja, glaube ich schon, ja. Ich glaube auch, dass die Heilung mit Lebenswillen zu tun hat. Ganz stark. Bin fest überzeugt. Aber auch, weil mir ging es ganz gut in dieser Zeit. Ich war sehr frohgemut. Ich war nicht deprimiert darüber. Sie haben auch sehr offen über die Krankheit gesprochen. Ja, ich glaube auch, dass Krankheit nicht, da man nichts dafür kann, kann man ja auch darüber reden. Ja. Es ist ja keine Schuld. Aber Sie wissen, dass trotzdem viele Probleme. Ich weiß, Leute, aber ich bin sehr, als ich krank war, bin ich sehr bewusst damit umgegangen. Ich war so auf eingeladen bei Leuten, manchmal in Berlin, und die waren immer so betreten mit mir. Die haben immer gesagt, ja, Herr Bodden, und haben so die Augen... Gesenkt. Habe ich klar gesenkt und so. Und dann habe ich einfach laut gesagt, ja, ich habe Krebs und so. Und die Leute waren ein bisschen schockiert. Und mir hat das Spaß gemacht. Aber Sie haben in einem Gespräch gesagt, wie wichtig es für Sie war, dass der damalige Leiter der Schaubühne, Peter Stein... Ja, der ist zu mir ins Krankenhaus gekommen, als ich wirklich sehr, sehr krank war. Und mir schon ein Professor gesagt hatte, schauen Sie, machen Sie doch eine Weltreise. Und dann kam der Stein... Da war ich 25 und da kam der Stein zu mir und das war ganz unabhängig. Ich sagte, es gibt Leute, ich sollte eine Inszenierung machen, meine erste Inszenierung an der Schaubühne. Und er sagte, es gibt Leute, wenn sie krank sind, die machen eine Weltreise.
Und ich rate dir zu arbeiten. Und hat mich sozusagen aus dem Bett gerissen. Und ich habe ihn zeniert. Ob das jetzt, ich glaube, ich wäre trotzdem gesund geworden. Aber das hat mir auch geholfen. Ja. Nicht lamentieren? Nee, und ich meine nicht, warum? Ich meine, nicht das aufgeben. War, ja, und ich denke, das war so. Ich hatte nie das Gefühl, ich hatte eine Todeskrankheit und ich konnte nie glauben, dass es so eine war. Also habe ich nie dran geglaubt. Und der Glaube spielt eine große Rolle, wie Sie wissen. Mhm. Und für mich war das so, dass ich wusste, ich werde nicht sterben. Ist in solchen schwierigen Situationen, wenn Sie von Glauben sprechen, auch ein Glaube an Gott wichtig? Bei Ihnen eine Rolle gespielt? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Sie wissen, dass für viele in so einer Situation das sehr wichtig ist. Ich glaube schon, aber ich glaube jetzt nicht, ich kann das nicht so formulieren, wie ich glaube. Ich glaube, dass die Dinge dermaßen, es ist ein solches Mysterium, die Existenz, verstehen Sie? Jedes Moment, dass wir da sind, ist doch ein Mysterium. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, man ist vollkommen agnostisch und nicht glauben. Natürlich, es ist so ein Wunder, alles. Jedes Moment ist ein Wunder, dass für mich das, der Glaube ist für mich, der Glaube, dass es etwas gibt, das jetzt ist, ist schon ein Wunder. Sie haben auch sehr offen darüber gesprochen, dass Sie eine Zeit lang Erfahrungen mit Kokain hatten. Das ist im Augenblick in Deutschland. Ja, ich musste immer flirten mit den Gefahren. Mein Leben lang habe ich mit Gefahren geflirtet. Ja. War das für die Arbeit wichtig? Nö. Nichts. Das macht die Arbeit nicht besser, weil man ist zu nervös und inszenieren ist ein Prozess von Ruhe und von Rhythmus. Und Kokain ist eine Droge, würde ich sagen, die das Leben nachahmt. Wenn man Kokain nimmt, hat man das Gefühl, das Leben ist in Ordnung. Man lebt parallel zum eigenen Leben. Zum Leben und denkt immer, alles ist perfekt. Und man hat ich verstehe, dass man diese Droge, warum die Leute angezogen sind, weil sie sind angezogen, weil die Leute haben immer das Bedürfnis nach Euphorie. Ja. Nur, mein Glaube ist der nachher, meine Erkenntnis. Sie hat keine moralische Nichts zu tun. Ich glaube nur, dass das Konto sozusagen der Euphorie müsste natürlich sein. Man darf nicht über das Konto der Euphorie hinausnehmen. Das muss kommen, das kann gehen. Sonst ist das wie bei der Bank, nicht? Ja, wenn man überzieht das Konto der Euphorie, dann gibt es irgendwo das Gegenteil. Die Depression, die Desillusion kommt dann automatisch, so oder so. Haben die Erfahrungen mit Drogen, mit Krankheit, mit all diesen Dingen die Arbeit am Theater beeinflusst? Das kann ich direkt nicht sagen. Ich glaube, jemand, wenn man sagen will, jemand, der mit Kreativität in irgendeiner Weise zu tun hat, erforscht gerne, wie es heißt bei Huxley, die Pforten der Wahrnehmung. Das ist immer so, dass man gerne ein bisschen an Borderline oder gerne Überschreitungen macht. Das ist normal. Man will immer die Realität ausreizen und denken, bis wo gehen die Dinge. Und man ist, aber ob jetzt das die Arbeit beeinflusst oder ob, weil man so arbeitet, man das macht, das ist schwer zu sagen. Ich kann das nicht, ich kann da kein. Weil man es ja auch nicht bewusst macht. Also weder die Krankheit schon gar nicht. Aber nein, und man macht das schon bewusst. Und dann ist die Frage, wann man mit dieser Sache auch Stopp macht. Was ist die nächste Arbeit? Ach, es gibt so viele. es gibt Filme und es gibt Opern. Ja, Sie machen auch viel Oper. Ja, jetzt mache ich werde in Aix-en-Provence von Benjamin Britten, das heißt Turn of the Screw, das ist ein... Ja. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, ganz gute Filme. Ich habe in Brüssel vor Jahren Ihre Cosi fan tutte gesehen. Ah ja, das ist wirklich vor Jahren. Das war ein großer, großer Genuss. Ja. Ich hoffe, ich kann noch vieles von Ihnen sehen und ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke. Mit Bondi. Meine Damen und Herren, die nächste Woche ist ein Kontrastprogramm. Wir haben eben gehört, Herr Bondi sagt, er ist Pessimist. Das Thema der nächsten Sendung heißt Optimisten.
Eingeladen habe ich unter anderem die Moderatorin, nicht unter anderem, ich habe 3 Gäste, nicht unter anderem. Manchmal habe ich erst 2 und dann sage ich unter anderem, aber die stehen schon fest. Die Moderatorin der Kultsendung Zimmer frei, Christine Westermann, den Kabarettisten Hans-Dieter Hüsch, der in wenigen Tagen seine über 50-jährige Bühnenkarriere beendet, und die Schauspielerin Veronika Ferres. Ich hoffe, Sie sind dabei. Tschüss, alles Gute, und bis dahin ist ja dann auch schon das neue Jahr da. Also ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Das nachdenkliche.